Ja, vielen Dank an Till Rüger und seine Frage, wie denn Europa reagiert, kann ich weitergeben an Stefan Leifert, der vor dem EU-Kommissionsgebäude in Brüssel steht. Was bedeutet es denn für die Europäische Union, dass Orbán weiter regiert und dass er sogar stärker ist als erwartet? Ja, für diesen heutigen Tag bedeutet das zunächst mal, dass ziemlich viele, auch sehr gestandene EU-Politiker, wirklich erschrocken vor diesem Wahlergebnis dastehen. Dass Viktor Orbán gewinnt, war hier jedem klar. Aber die Deutlichkeit, mit der er gewonnen hat und dass es jetzt am Ende sogar eine verfassungsändernde Mehrheit geworden ist, das hat hier doch viele sehr erstaunt. Also der Schrecken über dieses Ergebnis ist groß. Was daraus folgt, das hängt dann natürlich sehr stark von der Parteikouleur ab. Es gibt welche, die sehen hier einen schwarzen Tag für Europa heraufziehen in diesem Wahlergebnis. Andere reagieren gemäßigter. Was aber alle miteinander verbindet, ist schon eine sehr deutliche Mahnung an Viktor Orbán, jetzt nicht zu überziehen, was den Europakurs angeht, was die Migrationspolitik angeht. Also man darf sich auf jeden Fall auf eines einstellen, nämlich darauf, dass Viktor Orbán hier noch breitbeiniger auftritt bei Verhandlungen in Brüssel, als das bisher sowieso schon der Fall gewesen ist. Du warst ja heute durchaus tagsüber auch schon eine extra Meldung wert, dass Polen gratuliert hat. Kritik an Ungarn ist aus Warschau nicht zu erwarten. Welche Möglichkeiten hat denn Europa, der ungarischen, aber ja auch der polnischen Regierung sozusagen Richtungen vorzugeben? Die Möglichkeiten sind da relativ beschränkt, aber es gibt zwei Instrumente, die im Moment eine Rolle spielen, sowohl was Polen angeht als auch bei Ungarn. Das wohl härteste Instrument, was die Europäische Union in der Hand hat, ein relativ neues Verfahren noch, ist das Sanktionsverfahren nach Artikel 7, also ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren, was theoretisch, das wissen wir ja von Polen, darin münden könnte, dass am Ende einem Mitgliedstaat die Stimmrechte hier in Brüssel entzogen werden. Dazu braucht es allerdings die Mehrheit oder die Zustimmung aller EU-Mitglieder. Und das ist im Fall Polen so gut wie ausgeschlossen, weil sich eben Polen und Ungarn solidarisieren. Und Viktor Orbán schon gesagt hat, nein, da werde er nicht mitmachen. Deswegen könnte es sein, dass dieses Verfahren, was seit einiger Zeit schon läuft, am Ende ein relativ stumpfes Verfahren, ein relativ stumpfes Schwert bleibt und am Ende vielleicht versandet bei Mahnungen in Richtung Warschau, aber nicht wirklich in Sanktionsmöglichkeiten mündet. Die zweite Möglichkeit, die Brüssel hat, ist, zukünftig Fragen der Rechtsstaatlichkeit an Gelder zu knüpfen, also Polen und Ungarn zu signalisieren, wenn ihr nicht die Prinzipien der EU und der Rechtsstaatlichkeit einhaltet, dann können wir über den EU-Haushalt dafür sorgen, dass euch bestimmte Fördergelder entzogen werden oder entzogen bleiben. Das ist so ein Hebel, über den man im Moment diskutiert. Günther Oettinger, der deutsche Haushaltskommissar, ist hier federführend und wird im Mai einen Vorschlag vorlegen, wie man das möglicherweise umsetzen könnte. Ja, aber wie realistisch ist denn genau das? Oettinger hat es vorgeschlagen, es wäre eine denkbare Möglichkeit, aber das wäre ja schon eine heftige Konfrontation. Das wäre eine ziemlich heftige Konfrontation, deswegen schrecken politisch auch viele davor zurück. Aber auch ganz technisch gesehen ist es nicht ganz einfach, so etwas einzuziehen, denn man hat hier noch keinen klaren Kriterienkatalog, woran man denn jetzt festmachen könnte, welches Land Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der EU verletzt und welches nicht. Es gibt diesen sogenannten Kopenhagen-Katalog, da sind die Kriterien formuliert, die ein Land erfüllen muss, wenn es der EU beitreten will. Aber das ist so allgemein formuliert, dass es im konkreten Fall oft schwierig sein würde, zu sagen, hier ist ein Prinzip verletzt und deswegen werden jetzt die und die Fördergelder gestrichen. Also es klingt in der Theorie zunächst mal plausibel, wird aber in der Praxis relativ schwierig umzusetzen sein. Stefan Leifert, vielen Dank für diese Informationen aus Brüssel.